So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spelunky 2. Heute die zweite Hälfte von der Koop-Session mit Nefarius, wo ein paar Leute im Discord mit abgehangen haben. Deswegen nicht wundern, falls irgendwelche Lacher oder andere Stimmen mal aus dem Hintergrund kommen. Wir versuchen heute, die dritte Abkürzung etwas freizuschalten und schauen uns in dem Wassergebiet um, weil da war ich ja bis davor nur ein, zweimal drin und ja, kannte selber noch nicht alles so genau. Zudem möchte ich kurz noch erwähnen, ja, schneiden nervt mich ein bisschen, aber ich hasse nicht meinen Job und ich hasse nicht YouTube oder so, weil irgendwie Leute unter der letzten Folge gefragt haben, macht es dir überhaupt noch Spaß? Ja, ich liebe es immer noch, Kommentare zu lesen. Ich liebe es, irgendwelche Sachen aufzunehmen und euch zu zeigen. Nur weil ich vom Schneiden ein bisschen Zeit brauche, heißt das nicht, dass ich alles hasse. Dankeschön. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich guck mal, hat das Excalibur? Ja, ich sehe es. Was muss ich tun? Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Einen Stein in dein Gesicht werfen. Den Block vielleicht springen? Ich bin mit Stacheln rechts und links zu mir bin ich einfach nicht gut. Bringen die Geld? Die sind ja aus Gold. Ja, kommt ein Goldbrocken raus, Tatsache. Oh ja, oh, nee. Cool. Folgen Sie dem Licht. Ja. Folgen Sie nicht dem Licht. Ich mach mal eine Bombe hier. Man kann den triggern und dann einfach. Huch. Okay. Sterben. Nee, der ist nochmal gesprungen, bevor ich gesprungen bin. Das hat mich ignoriert. Ja, guck mal. Oh Gott. Irgendwas ist gestorben. Okay, was ist der Ausgang? Lass mich mal kurz noch gucken. Okay. Da unten ist bestimmt wieder die Wasser. Das ist so ein Excalibur. Diesmal nicht so gefährlich platziert. Warte, ich mach mal. Farius. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Braucht man bestimmt irgendwas. Da steht so, das ist so ein Dreieck auf dem Stein drauf. Ja, ich sehe es. Muss man bestimmt irgendwas erfüllt haben. Also hier ist auch wieder die Wasserebene. Müsste eigentlich hier der Wasserboss sein. Was, will man den Wasserboss machen, während man nichts sieht? Bitteschön. Nee, lass mal nicht. Na, oh, geh ich weiter. Ich brauch dich hier irgendwie. Ich will in die Tür rein. Spreng mal deine Decke. Oh, meine Säule ist weg. Du bist der Captain now. Ich mag die Stacheln wirklich nicht. Also. Ich habe mich in Spelunky 1 Gott sei Dank an die gewöhnt. Krabbe. Ich hab's vergiftet. Okay. Hä? Ach, die hat so einen Block auf dem Rücken. So. Okay. Geht's nicht mehr. Krabbenboss. Okay, okay. Krabboss. Gehen wir hier rein. Ja. Gucken wir mal, was in dem ganzen 1000 Räumen hier ist. Hier ist irgendwie so ein altes Hotel oder so. Können wir uns auch überall einfach reinsprengen und so. So ist es ja nicht. Du hast gerade Schaden bekommen. Ja, aber ich ach, durch dein Gift. Bin. Soll ich da. Ne, ich habe keine Bomben. Okay, gehen wir weiter. Ist ein Handlanger einen Raum über uns gewesen. Ja, haben wir leider keine Schlüssel. Kein Geld für Glücksspiel. Ich will nicht sein. Warte, ich aktiviere es auf der anderen Seite. Guck, jetzt kann es nicht pieksen. Okay. Ja. Einfach hier raus. Mir geht's nicht so gut. Hallo, wie läuft das Abenteuer? Dritte Abkürzung angefangen. Willst die wird Stein? Lange dauern. $50.000. Okay. Klar. Oh, nicht genug. 30.000 haben wir sogar. Gift. Also ich werde einfach sterben. Okay. Aua. Okay, keine Zeit. Okay, ich folge dir einfach. Mr. Yeti, sterben Sie. Pinguin, yield! Was macht der Camp der Mine da hinten? Was ist das? Das ist ein Bouncer. Ah, okay. Was ist hier unten aus einer Mine? War das unser Kumpel? Ja, der ist komplett elite. Der stirbt eh jede Sekunde. Da ist der Raum, wo ich rein will. Aber der liegt ja mega ungünstig. Ich mach das. Okay, aktivier einfach. Okay, du bist drin. Hallo, wo bin ich? Ah, da. So. Da ist der Charakter, der neue. Du hast Seile. Geh da auf die linke. Okay, jetzt sind die Seile unten. Bei dem okay. Yeti-Boss. Obwohl, sieht aus, als wäre es. Oh Gott, will ich da springen? Nee, ne? Warte, ich töte erstmal die kleinen Boys.
Ich kann nicht aufhören, die ganze Zeit zu rutschen. Das Rutschen ist so nervig, Alter. Jesus. Um Gottes Willen, der hat seine Dudes weggeprügelt. Au. Okay, er hat sich selber umgebracht. Er hat sich mit seiner Leiche umgebracht. Frisst deine Kinder. Boah, wie er über sich smasht. Aber warte mal. Ah, du hättest ihn einfrieren können, ja. Willen. Ja, habe ich komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Junge, das war. Aua, Junge, hallo. Aua. Okay, wir müssen sehr viel Gold sammeln. Alles Gold sammeln, was wir finden. Wegen der Abkürzung. Oh, guck mal, das ist ein toter Labracorn. Dann haben wir voll viel Zeit auf der Ebene. Nein, leg die da hin. Das aktiviert die Stacheln. Dann haben wir es einfacher rauszuklettern. Haben wir? Ja. Oh. Nee. Einfach her. Ja. Ja, ich mache wieder meine Geistmeter. Frier mal den Typen hier ein. Okay. Ich meine, erste Ebene, du bist tot. Ich habe 2 Leben. Kann nicht besser laufen. Shotgun da. Ah, die Laserwand dahinter. Wird die Kugeln reflektiert. Ich war auch gerade sehr irritiert. Oh, guck mal, Durchgang. Gold. Wir müssen Gold sammeln. Nicht vergessen. Alter. Der lohnt sich am Mega. Wir haben schon gesehen, wo der Ausgang ist. Oh, cool. Ich hab gedacht, hier drin liegt noch Geld oder so. Ich werde niemals über diese Säule da drin kommen. Das ist ja, als ob du den komplett outplayed hast. Tu nicht. Oh Gott, das ist ein Bombenkrebs. Magst du den anpusten, bitte? Hallo. My dude. Nice. Ein Kompass. Ein Kompass. Alter, zeigt auf den Ausgang, wie cool. Alter, oh nee. Demon. Oh, die Tinte ist ja mega eklig. Okay, ich chill einfach. Ich bin nicht so gut. Geht die noch weg? Ah ja. Okay, ich trigger das, leg eine Bombe gleichzeitig und kletter rüber. Okay, die kann man aufbringen, gut so. Kann ich Hebel aktivieren? Kann ich, ja. Ah, okay, das ist auch praktisch. Ich möchte nicht da zu dem Shop. Obwohl, doch, wenn du drauf hüpfst, wenn du den einfrierst, den großen. Okay, ich bin vergiftet, aber er ist tot. Okay. Du hast halt AIDS, also Vergiftung, oder? Ja, ich höre den Mobs aber. Direkt neben dem Ausgang. Perfekt. Ja, Alter. Guck, ich werde zwar nicht geheilt, aber jetzt ist der Mobs vergiftet. Ah, yes. Ich gehe nicht in das Stachelding dran. Ah, oh, hier unten ist echt Lava. Ja, ne? Aber wie soll jetzt keine Obsidian, oder? Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie so eine Wasserquelle nach unten leiten kann. Aua. Okay. Ja, aber das Wasser geht ja schon da rein und drin nichts. Ja, so langsam, ne? Vielleicht verdammt es ja ganz langsam, aber vielleicht, wenn man so eine Quelle reinleitet, kann man es ganz wegmachen. Da, ich müsste hier die Wand sprengen. Ich probier's mal. Ja, okay, let's go. Oh Gott. Was ist mit den Fischen jetzt passiert? Siehst du doch da oben. Die 100 Stück. Die Angry Army, Alter. Ich bin so unzufrieden mit der Gesamtsituation die ganze Zeit schon. Ja? Ich bleibe hier. Ja, ich will in die Tür rein. Du musst mit. Das, ich sehe es gerade nicht, weil ich habe gerade irgendwie 360p durch den Stream nur. Hallo? 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 Ich habe die Tür wirklich nicht gesehen dadurch. Ja, ja. Alter, was ist mit ihm los? Die Tür führt nur in eine Richtung. Ja, let's go. Ja, wir kommen nicht mehr hoch. Da, oh nee. Ich zähle mal den. In die Stacheln rein, das Ding. Der ist schon tot. Alter, ich will den. Das ist so ein Alter. Wie macht man das? Oh Gott! Oh Gott, was ist das? Das springt die gesamte Decke weg, wenn man das aufhebt. Das ist ja mega cool, aber. Yes. I don't understand. Ich brauch mal ein Bootcamp für wie ich an Stacheldingern vorbeikomme. Ich bin aber nicht in der Lage. Nee, ich bin bei Spelunky 1000 Mal an denen gestorben, bis ich's konnte. Wie viel Geld denkst du ist in der Vase drin, Faharius? Bei 5000 ist es standardmäßig.
Ja. Du hast die Vase zerpeitscht. Okay, dann beeilen wir uns einfach. Es waren 8000, by the way. Ah, danke. Tschüss, Crabbo. Du hast den Ausgang, geh rein. Geh einfach rein, geh einfach rein. Einfach. Lass mich rein. Einfach rein. Jedes Mal, wenn ich irgendwas angreife, geht alles schief. Okay, ich kann so hoch, kann ich doch nicht springen. Komm mal her. Schau mal, der Höhlenmensch. Gib mir die Faust. Der hat einen Axolotl. Da, guck mal. Er ist so glücklich. Okay. Da wollen wir nicht lang. Nee, wirklich nicht. Oh. Geh lieber rechts lang. Das ist, glaube ich, sicherer. Okay, gut überzeugt. Da einfach ran und runter. Ah, okay. Ja, ne? Ich würde ein Seil hinhängen. Möglich? Das nicht. Guck mal, da unten sind mal die Bomben. Hä, was bringt der Raum da unten? Besonders wenn es nur ein One-Way-Raum ist. Ich hab einen Dancefish. Oh, ich kann sogar mit dem ins Wasser gehen, cool. Ich lebe noch. Ich weiß nicht, was los ist. Hallo. Hallo, na? Ich habe sehr viele schlimme Sachen erlebt. Alter. Oh Gott, da ist so ein Tintenfisch drunter. Das Axolotl ist aber getamed, ne? Lass mich probieren. Ja. Ist so glücklich. Der hat einen Doppelsprung, aber wenn man... Warte. Ah ja, Doppelsprung und danach ein Teleport. Also, okay. Kannst du den auch nach unten teleportieren? Ja, theoretisch. Ich schaff das. Obwohl, nee, wenn so, ich springen drücke... Nee. Nach unten drücke und springe, ist ja absteigen. Ah. Also kein Speedrun mit Axolotl. Oh, der kann schwimmen. Oh, wie süß. So happy, ja. Ach, der kann ja auch angreifen. Warte mal, muss ich mal testen dann gleich. Als ob. Ja, aber nicht sehr tödlich. Na. Ich würde mal ein bisschen schwimmen. Da. Oh, da ist so ein Megafisch unten. Komm raus. Okay. Ja, bleib da mal. Ich hol dich in nach der Schule. Ja, ich hol mich immer schön aus dem Bällebad ab. Oh, ich kann mich auch umteleportieren. Er ist tot. Oh nee. Du hast ihn umgebracht, Mann. Okay, Heft des Golds haben wir. Na. Geh doch nach unten! Okay, ich gehe einmal Ehrenrunde. Ich weiß den Axel. Aggrieded für den Mobs. Natürlich. Fackel macht 2 Schaden. Fackel ist gut. Warte, lass mich Fackel. Okay, das war nicht Fackel. So. Zünd ihn einfach an. Jetzt können wir den als Projektil benutzen oder so. Okay, ich nehme den Power. Wieso? Ich schmeiß mir auf die Fackel ins Gesicht, Mann. Die macht ja auch zu. Ne, die hat bei dir keine 2 Schaden gemacht, glaube ich. Okay. Er hat mein Projektil wieder fallen. Alter, was ist hier los? Okay, hierhin musst du kommen irgendwie. Erstmal links runterfallen am besten. Ja, genau, dann an die Kante und dann da so rein. Und jetzt hier. So, ich würde sagen, wir sprengen uns hier durch, damit wir unser Licht nicht verlieren. Gottes Willen. Wir haben noch eine ganze Ebene. Suchen wir auf der, wo wir was sehen. Okay. wir können die Goldstatuen sprengen, theoretisch. Jo. Das ist ein bisschen Geld. Hat er mir wehgetan? Ich glaube 2-mal. Ja. Hast du ein Leprechaun? Warte.
Alter, sniped. Achtung, der klaut Gold, der Leprechaun, ne? Ich werf ihn weg. Kannst du ihn einfrieren? Den alten Mann? Perfekt. Nämlich echt viel Geld dabei und extra Zeit. So, ich habe ein HP. Ja, die ballern meine Leiche quer durchs Zimmer. Ich sehe es, die spielen Tennis und, mit dir. Und gegen den Mobs. Ja, die haben den Mobs, glaube ich, gekillt, oder? Nee. Nee, der Mobs hat gewonnen, tatsächlich. Alter, Elite-Mobs. So, das da unten. Mit dem großen Schubser kannst du das Goldding da rausschubsen, wenn du möchtest. Mit dem großen Schubser, ja. Perfekt. Oh, ich habe deine Bomben und Seile. Cool. Ich habe irgendwie Pieksen gehört. Ich hatte so Angst gerade. Ich springe einfach hier runter, würde ich sagen. Ja, ne? Mit dem Götzen, wenn du den hast, haben wir ja gewonnen. Dann haben wir die 50k. Ja, ich habe nur Angst, dass okay, wir haben die 50k auch so. Ich habe nur Angst, dass der Götze mich wegsprengt oder so, oder irgendwo so, noch ein Gegner ist. Ja, den die darfst du noch einfrieren. Oh. Okay, wenn du ihn einfrierst, komme ich runter. Snipe. So. Let's go. Oh, Alter, okay. Let's go. Hallo, wir haben das Geld, 50.000. Danke, bitte, gerne. Auch wenn ich hier anfangen kann, ist ja schon mega cool. Ich muss einfach runter. What happened? Oh, okay. Okay. Warte, ich kann spinnen. Ich kann mich im Kreis drehen. Ja. Ich muss die Yeti-Höhle noch finden. Weil ich kann dashen? Ja, du kannst so ein paar Kleinigkeiten machen mit den Tasten. Gruselig wackeln kannst du scheinbar auch. Da ist die Yeti-Höhle. Kannst du die Mine da rauspusten? Kann ich weiter runter? Ich puste erstmal den Yeti runter. Okay. So. So. Jetzt mobb ich den Yeti noch weg. So. Okay. So, das UFO da hinten gefällt mir nicht. Okay. Ich weiß denn nicht, ob da der neue Charakter ist. Kann ich ihn einfach runterschieben? Ja, ich bin schon da. Okay. Ja, guck mal. The Lady. Neuer Charakter freigespielt, endlich. Goodbye. Oh. Ey, die bringt die um. Hallo? Okay. Also theoretisch könnten die sich gegenseitig da unten töten, wenn die Leichen... Okay, der ist nicht einfrierbar, der Große. Ja gut, das sind Yetis, ne? Ne, aber die Kleinen gehen. Ja, die Kleinen brauche ich aber noch. Müssen mir helfen. Okay. So. Ah, der Boden ist da weg. Ja, ich muss warten, bis der Yeti jetzt wegpatrouilliert. Dann gehe ich einfach weiter. Kann ich den pusten? Ich gehe einfach weiter. Hallo Yeti. Bitte, Yeet auf mich. Ich bin tot. ich war zu ungeduldig. Kann ich das hier auch abgeben? Ja, 20.000. Zombie hochgesprungen. In dem Shop kriegt man mehr dafür, oder? Man hat nicht 20.000 immer dafür bekommen. Für so ein Götzen, ne? Der ist auf jeden Fall glücklich mit dem Item. Ja. Ich hätte gerne mal das Powerpack. Das hatte ich noch erst einmal. Ja, Gönnung. Ja, Powerpack verbessert alle Waffen, die ich habe. Oh. So sehr, dass ich sogar dir wehtun kann. Jetzt, wenn ich jetzt noch eine Schrotflinte oder sowas finde. Das ist ein Zombie. Junge. Warte mal. Das ist noch ein Zombie. Ja. Kann ich ihn auch besiegen? Ja. Das war's. Anscheinend. Der gespammt. Lol, wie schnell ich schießen kann! Okay, warte mal. Ich will auch irgendwas mitnehmen. Warte mal, immer an den. Du musst halt ein bisschen hüpfen. Ich leg dir. Ich hab keine mehr, sorry. Ich bin mit Controller wirklich nicht. Oh Gott, okay. Direkt, ich kann's beim nächsten Mal tasten. Ich seh nix. Hä?
Habe ich gewonnen? Ja. Habe ich gewonnen? Warte, lass mich hier nicht, ich schieß den Tod. Okay, dann nicht. Aua. Was? Full Auto in Buildings. Ja, das nächste Mal probiere ich schon mehr mit Tastatur zu spielen, weil der Steam-Controller ist halt sehr, sehr schwammig mit den Inputs und so. Okay. Oh Gott, ist die groß! Oh Gott! Okay. Ne? Also musst du alles anzünden? Irgendwie? Hm? Ja, aber. Eigentlich so getimt, gibt, ja, ja. Es gibt Geld. Aber es kommt Geld raus, also ist egal. Easy Money. Aua. Easy Damage. Ah, easy extra Zeit. Aua. In der Bonus-Challenge sterben. Aua. Aua, ja. Gemeistert. Okay, Plan ist, wir müssen erstmal wieder, lass einmal durchkommen und gucken, was wir brauchen für den nächsten Checkpoint. Geld. Ich habe mich gerade gefragt, was ist passiert? Also, Spelunky ist wirklich das Spiel, wo es die dümmsten Tode gibt. Weißt du, du sagst irgendeinem anderen, ja, ich bin in Spelunky gestorben, weil ein Zombie eben die Gravitation umgedreht hat, in meine Füße reingesprungen ist und mich dadurch in Stacheln katapultiert hat. Das ist doch normal. Ich sag aber nichts mehr. Das war ein kurzes Gemüse. Oh. Ja, ich hab einen Schaden bekommen und einen Huhn gegessen. Hat sich ausgeglichen. Warte. Oh, ja, Alter, was für ein Kombo. Klasse, die Kettenreaktion für mich arbeiten. Gib ab. Perfekt. Also wie viel Kohle haben wir? Ich habe immer die Vase auf jeder Ebene. Nein, kaputt. Ich wollte eigentlich kaputt das gemacht. Ding kaputt und dann bist du reingelaufen. Bin noch im Standby, so. Jetzt habe ich ja den Truter noch, du, jetzt kann mir ja nichts mehr irgendwas. Willst du den Truter nehmen? Kann ich. Ich habe halt nur 1 AP, das schützt mich so ein bisschen. Cool, was ist das? Kannst dir mein Loot oben holen und das Huhn. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie gehüpft und wurde geblendet und dann hat er mich umgebracht. Ja, du sitzt noch auf den Truthahn drauf. Perfekt. So, was müssen wir tun? Willst du mehr Geld? Hallo, wie läuft das Abenteuer? Ich könnte ein bisschen Hilfe. Mit einem Helfer ging es viel schneller. Jo! Jetzt müssen wir den Sklaven hier runterbringen, Alter. Ah, das Unmögliche. Das können wir doch gar nicht beeinflussen. Doch, wir können ihn umbringen und tot herbringen. Die hat nicht gesagt, er muss leben. Was passiert da gerade? Es ist alles wackelt. Oh, den kann man nicht mal sogar einfach pusten. Kannst den Mops noch mitnehmen, ja. So, du hast ja den Kompass, du weißt ja wohin. Du kannst theoretisch mich suchen, wenn du so ein bisschen nach links gehst. Kann ich den Mops hier drauflegen? Probier's, okay. Ich weiß nicht, was es macht. Nein. Ich höre Schüsse irgendwo. Komm zurück. Oh. Das war die spelunkigste Sache, die passieren konnte. Wie kommt das Spiel überhaupt dazu, eine Mine einfach aus der Luft zu feuern, die mich erst stunt und dann... Da oben war, glaube ich, so ein kleines Alienschiff und die sprengen Böden weg. Und der hat wahrscheinlich eine Mine einfach weggesprengt, so dass sie zu dir runterfällt. Das war die einzige Möglichkeit, wie das hätte enden können. So, das war's mit der heutigen Folge Spelunky nach diesem grandiosen, spelunkigsten Tod aller Zeiten. Ne? Ich habe jetzt noch eine Solo-Aufnahme, die irgendwie 2 Stunden lang ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht mal, ob ich die schneide oder ob wir die einfach komplett skippen. Ich muss mal nochmal durchgucken, ob da überhaupt viel Cooles passiert ist, weil... Ja... erwähne ich beim nächsten Mal, was da los war.
Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich fand die Folge mega cool. Allein das Ende, der letzte Tod war einfach so super von Nefarious. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Herr Zimmelmann.